Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe mir überlegt, ob ich nochmal zurückgehe, um einfach nochmal das Inventar ein bisschen zu sortieren. Aber nee, ich will jetzt einfach rüber. Ich freue mich total. Ist natürlich eigentlich wieder nur ein neues Biom, aber trotzdem freue ich mich irgendwie total drauf. Bin gespannt, wie es dort aussieht. Ich gehe fast davon aus, dass es nicht viel dort gibt. Es ist das Vulkangebiet, ja, und es ist unser letztes auf der Map. Wir waren jetzt tatsächlich überall. Angefangen hier an der schönen tropischen Küste mit Palmen und allem, was dazugehört. Dann sind wir hier rübergegangen in die Wüste, wo es tatsächlich ziemlich trocken war, bis auf diese paar kleinen Oasen hier, wo wir auch gebaut haben. Dann hier im, sagen wir mal, Regenwaldgebiet, und jetzt bin ich super duper gespannt auf das letzte, scheinbar auch nicht so große Gebiet. Ja, ich lasse mich total überraschen. Ich habe keine Ahnung, ob wir da nochmal alles aufbauen müssen, was ja sehr schwierig werden würde. Oder ob wir tatsächlich, und jetzt kommt meine Befürchtung, total abhängig sind von diesen Marktplätzen, die ich ja noch nicht wirklich verwendet habe, weil ich sie irgendwie nicht so gut fand. Da habe ich jetzt ein bisschen Schiss, dass wir nachher über diese Marktplatzfunktion uns alle Ressourcen schicken müssen. Wäre ich ja nicht so ein Fan von, aber... Hey, let's go. Okay. Wir sind eingestiegen. Und jetzt betätige ich den Hebel und dann geht's los, oder? Wie so eine... wie so eine Katapultschleuder, oder? Hui. Nein, Spaß. Es geht los. Ist ja voll gemütlich, oder? War gut gebaut. Wir vertrauen unseren eigenen Ingenieurs-Skills. Ist ja echt cool. Schade immer noch, dass es so diese hier ist. Ich habe sogar überlegt, ob ich nochmal schlafe, einfach nur um das grafisch noch ein bisschen besser. Oh oh. Oh oh. Das Seil schneidet uns durch. Ich stehe mal hier nach vorne. So, hier kommen wir wahrscheinlich raus an diesem vorstehenden, ja, Steinfelsvorsprung. Wenn ich jetzt runterfall, wäre es blöd, oder? Wir gucken nochmal. Wow. Und hier sind wir. Dieser blöde Sandsturm, der geht sogar bis hierher. Naja, es wird bestimmt gleich besser. Ja, ich habe nochmal überlegt halt, ob ich hier, ja, ob wir genügend dabei haben, ja, aber wir können ja schnell reisen. Zumindest zurück können wir schnell reisen. Das sollte also nicht das Problem sein. Ja, sieht ein bisschen verwüstet aus hier. Aber cool. Ich würde natürlich abbauen, was ich sehe. Also wenn ich solche Hütten sehe. Ja, vielleicht können wir uns darüber noch ein bisschen Material verschaffen. Das habe ich ja immer ein bisschen wenig gemacht. Aber ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm. War jetzt halt ein Kraftakt, die ganzen Materialien für dieses große Ding zu bekommen. Und ich befürchte, es wird noch ein viel größerer. Alles zu bekommen für das Schiff, das wir dann am Ende bauen. Das wird wahrscheinlich eben diese große Schlussaufgabe werden, wo du dann aus allen Gebieten... Ressourcen und alles zusammensuchen musst. Okay, ja, wir nähern uns dem Berg. Und hier haben wir zumindest so kleine grüne Oasen, wobei da nicht viel zu sehen ist. Also keine großen Bäume, nichts. So, hier oben ist der Ritualplatz, da gehen wir gleich mal hin. Und ich hätte ja natürlich, wenn ich schlau gewesen wäre, wenn ich richtig schlau gewesen wäre, dann hätte ich hier mal geschaut, was wir brauchen. Okay, wir brauchen sowieso Obsidian-Zeug. Perlen und dann diese Statuen. Okay, also müssten wir sowieso hier durchlaufen, looten, wahrscheinlich mit der Spitzhacke. Ich glaube, ich habe noch zwei Stück, ja. Also ich denke, wir kriegen es hin. Die Frage ist, die Perlen werden wir vermutlich so finden, gehe ich von aus. Und die Statuen werden wir bauen müssen und das kann ich hier natürlich nicht. Also ich denke, wir müssen nochmal zurück. So, hier können wir Essen kochen, ist okay. Also hier ist ja nicht viel los, aber das war mir eigentlich schon klar, dass hier die Gesellschaft nicht aufblüht. Oh, schau mal, da ist jemand. Hallo. Bist du der Bruder? Hallo. Das ist ein Speer. Hallo, Frischfleisch. Oh, oh. Du solltest mit unserem Ältesten sprechen. Tu, was er aufträgt. Wir unterhalten uns später. Okay, let's go. Wo ist der Älteste? Sind wir denn vorbeigelaufen wieder? Wie beim ersten Mal, wo wir in das Dinggebiet gelaufen sind. Bin ich an dem vorbeigelaufen schon wieder? Der war doch nicht da, come on. Der war doch nicht da. Yeah. Oder ich war so fasziniert von dem Anblick. Oh, schau mal, da ist eine Höhle, oder?
müssen wir gleich reingehen. Der ist in der Höhle. Nee, der steht vor der Höhle. Bin einfach gnadenlos. Du warst doch gerade noch nicht da, oder? Okay. Es ist der Wächter. Okay, es ist nicht der Bruder, es ist der Wächter. Ich bin Wächter des Götter. Da hast du aber nicht gut aufgepasst. Ich bin einfach durchgelaufen. Wer bist du, Reisender? Wer bist du überhaupt? Wie bist du überhaupt an diese Küste unseres Feuerwerks gekommen? Tja. Ich bin ein Baumeister des Oststammes. Die Götter haben mir gezeigt, was ich bauen muss, um hierher zu gelangen. Also habe ich genau das getan. Ich möchte mit der Wellenreiterin sprechen. Ach stimmt, ja, da war ja was. Na, ha, der war gut. Warte, du meinst das ernst, oder? Der ist auf jeden Fall lustig, der ist mir sympathisch. Sie ist eine Verräterin unseres Stamms. Es ist ihr verboten, Worte zu sprechen, die keine Gebete an den Gott des Feuerberges sind. Außerdem trauen wir Außenseitern wie dir nicht. Warum auch? Du bringst nichts außer Gerede über falsche Götter. Die mit ihrem Feuerberg alle. Und ertragreiche Ernten, die es nicht gibt. Ja, bei euch vielleicht nicht. Eine Priesterin schickt mich. Ehemals aus deinem Stamm hat mich geschickt. Ich habe eine Möglichkeit, euch Essen als Friedensangebot zu bringen. Ich vermute, hier kriegst du halt überhaupt nichts. Denn sie sagte mir, ihr würdet hungern. Sag mir wenigstens, wie ich ihren Bruder finden kann. Also wenn ich nur Essen herschicken muss, cool, kriegen wir hin. Eine Priesterin, du kennst meine Schwester. Ah, ich dachte, die Wellen hätten sie geholt. Ich dachte, ich hätte sie verloren. Ich kann dir mit der Wellenreiterin nicht helfen. Unser Häuptling regiert mit eiserner Faust und nur er kann sie befreien. Okay. Aber ich werde dich nicht davon abhalten, uns Nahrung zu bringen. Das ist gut. Denn wir haben die Vorräte dringend nötig. Tu, was du musst, um sie zu beschaffen. Ich werde die anderen darüber unterrichten, dass du keine Bedrohung darstellst. Okay, let's go. Also, okay, lass mal zusammenfassen. Wir können einen Marktplatz bauen und können dann Essen herschicken. Das sollte nicht das Problem sein. Muss ich dann auch ein Lager bauen? Okay, wäre auch kein Problem. Das Problem war bisher nur, dass ich noch nicht rausgefunden habe, wie das Essen vom Marktplatz ins Lager kommt. Nehmen wir an, wir kriegen das hin. Und unsere Aufgabe besteht darin, diesen Skilltree hier freizuschalten und wir brauchen Obsidian. Das bedeutet, ich kann das selber farmen, aber natürlich wäre es schön, wenn wir das automatisiert machen würden. Dann müsste ich aber wieder alles bauen, weil wenn ich hier so eine, weiß nicht, kann das das Steinmetz, müsste ich nochmal reinschauen. Dann brauche ich ja wieder Werkzeug und dann brauche ich wieder dies und das. Oh je, ich sehe schon. So, kann man hier irgendwas abbauen? Geht hier irgendwas? Nee, geht nicht. Wo geht's hier überhaupt hin? Schließ den Bau ab. Gewürzeration zum neuen Marktplatz. Okay. Ja, jetzt ist natürlich wieder... Ich glaube, ich laufe hier im Kreis. Jetzt ist natürlich wieder der große Punkt. Ja, okay, ich bin halt einmal hier so rumgelaufen. Wo baue ich den Marktplatz, ja? Müssen wir uns jetzt genau anschauen, aber wenn ich jetzt hier nichts Fancy-mäßiges finde, wo es sich lohnt, in der Nähe zu bauen, also wie eine Oase, wo es dann auch Bäume und vor allem, ja, Bambus hat, dann würde ich sagen, wir bauen in der Nähe von diesem Altar, weil wenn wir uns dann hin und her beamen, dann haben wir es nicht so weit. Das wäre so mal eine Überlegung, aber hier sieht es so ein bisschen grün aus. Grün gefällt mir halt immer. Aber das sind nur so kleine Sträucher. Erstmal auf der Karte schauen. Ja, doch, hier könnte es schon grün sein. Frage ist halt, ob es Bäume und so Zeug auch hier gibt. Bambus wäre cool. Denn ich wette, ich habe nicht mal genug Bambus, um den... Jetzt hätte ich fast das F-Wort gesagt. Einen Marktplatz zu bauen. Einen dummen, blöden Marktplatz zu bauen. Ja, nee, also grün ist grün, aber halt nicht so grün. Dann würde ich sagen, wir bauen in Richtung von diesem Teil hier. Ja, können natürlich hier auf diese grünen Fläche bauen. Das ist kein Problem. Aber, ja, da hinten hat es Höhlen und ich glaube, das war es dann auch hier. Und die Frage ist nur, ob wir hier noch nach hinten kommen. Das wäre ja hier, ne? Sah jetzt nicht wirklich so aus. Aber ich kann mich auch täuschen. Komm, wir laufen mal da hoch. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Weil dann würde ich halt sagen... Oh. Oh. Irgendwie macht mir das ein bisschen Angst, wie die Brücke hier gebaut haben. Die hätten ruhig noch ein paar Holzlatten reinlegen können. Okay, ja. Also hier ist der Altar. Got it.
Aber ich habe halt noch nichts, was wir brauchen. Ich habe noch nicht mal was gesehen, wo ich das abbauen kann. Ja, ich glaube, da orientieren wir uns besser wirklich an der Quest, würde ich sagen. Und dann haue ich den Marktplatz jetzt einmal mal hier unten hin. Es gilt wie immer, wenn ich nichts Besseres weiß, dann machen wir es halt so. Und wir haben schon mal was umgebaut, wo es uns dann nicht mehr gepasst hat. Ich baue das jetzt hier auf die grüne Fläche. Da ist es schön. Und da bauen wir jetzt den Marktplatz hin. War der hier? Jo. Aber ich werde wahrscheinlich nicht genug Bambus haben, den zu bauen. Ich baller den jetzt einfach hier hin. Mach ich nicht lang rum. Wahrscheinlich fehlen mir so 5 Bambusstangen. Ja. Ich wette. Eine. Nein, okay. Keine Chance. Okay. Ich kann natürlich jetzt irgendwo drauf setzen, dass ich hier noch eine Hütte zum Abbauen finde. Hier vielleicht. Ich weiß es nicht. Das könnten aber auch andere Strukturen sein, weil dann hätte ich ja den Bauhammer. Die Frage ist halt immer, wie viel Glück muss ich jetzt haben, dass die... Na, das sind gar keine Baustrukturen, das sind halt einfach nur Baumstümpfe. Okay, dann machen wir es kurz. Ich gehe zurück. Und ich muss ja dann den ganzen Weg wieder herlaufen. Ich würde ein bisschen Material holen. Ich gehe davon aus, wir müssen noch mehr bauen. Würde nochmal schauen, dass ich Bambus hole. Und ich fand es ganz bequem, das hier zu machen. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach hier zurück. Dann würde ich uns ganz kurz stärken. Ich würde auch schlafen, alles soweit fertig machen und ein bisschen Bambus einsammeln. Und dann gehen wir wieder gemeinsam zurück und bauen das Ding auf. Ein Schluck zum Trinken. Ich würde alles mitnehmen, Lehm und so Zeug. Alles, was wir als Ressourcen eben brauchen. Weil die sind hier zwar ziemlich fleißig, aber nicht fleißig genug. Ich gebe denen nochmal so ein paar. Bringt ja nichts, wenn ich hier alles leer mache. Genau, und dann sehen wir es gleich wieder. So, liebe Leute, jetzt nach gut einer halben Stunde mindestens hole ich euch mal wieder dazu, weil mir langweilig ist. Nein, nicht weil mir langweilig ist, sondern weil ich euch updaten wollte. Ich war auf der Suche nach vielen Ressourcen, unter anderem vor allem Blätter, Bambus und Ranken. Und da war ich natürlich in unserem ersten Gebiet. Und habe einfach festgestellt, das Thema hatten wir ja von Anfang an, Blätter werden irgendwie nicht so gut gefarmt. Und da habe ich mich gezwungen gesehen, einfach um das Thema am Laufen zu halten, hier an diesem schönen Fluss ganz am Anfang nochmal eine Sammlerhütte zu bauen. Weil hier sind ja sehr, sehr viele Ranken und auch diese Blätter. Und habe jetzt einfach hier nochmal so eine Hütte hingestellt. Und dann war ich sehr, 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 sehr fleißig hier drin in unserem Stammesmenü und habe alles nochmal umgeschiftet. Zum Beispiel habe ich jetzt eben von der Sammlerhütte Nummer 1, die wir oben gebaut hatten, jemand abgezogen und ich habe auch die ganzen Limits mal ein bisschen hochgesetzt und habe eben hier diese Gebiet 1, 2 Sammlerhütte, habe ich mal 2 rein, dass wir jetzt mal vor allem Ranken und Blätter kriegen. So, weil das war ja immer, immer knapp, absolut. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir für diese gewürzten Essensrationen natürlich auch die normalen Essensrationen herstellen müssen. Sonst geht es nicht, also brauchst das und dann müssen sie gewürzt werden. Das hatte ich vergessen, habe ich auch mal reingemacht, habe ich hochgesetzt. Dann habe ich noch jemand aus der Farmhütte abgezogen, in der Annahme, dass eine Person hier reicht. Also wir sind so, wir sind ganz, 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 ganz knapp am Limit hier mit den Arbeitern. Also wir müssen dringend die große Schlafhütte bauen, um dann nochmal gewaltig Leute einzustellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist mir aufgefallen, dass hier dieses Sammeln von den Kräutern nicht so gut flutscht. Warum, weiß ich nicht, aber das müssen wir im Auge behalten, finde ich. Das ist irgendwie nicht so optimal. Und ja gut, Schamanenhütte, da haben wir ja niemand drin, das soll auch so bleiben, das passt. Hier aus der Jagdhütte im zweiten Gebiet habe ich noch jemand abgezogen. Ich habe aus der Töpferhütte jemand abgezogen und gesagt, der soll mal nur Ton herstellen, weil wir brauchen diese Schalen nicht. Oder wenn wir sie brauchen, dann kann ich sie selber kurz herstellen. Das geht tatsächlich viel schneller und so bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Bis auf hier, da läuft irgendwas nicht im Dreiergebiet. Da ist der Werkzeugmacher ein bisschen zu langsam mit dem Werkzeug für die ganzen hier 4 Sammler und so weiter. Vielleicht muss ich das aber auch auf 4 hochstellen, weiß ich nicht. Kann sein, dass wir die alle ein Messer brauchen, dass dann 3 Messer zu wenig sind. Ist ja klar, wenn du 6 Leute hast, die sich 3 Messer teilen sollen, dann geht es nicht. Okay, vielleicht ist das der Fehler. Müssen wir im Auge behalten. Aber
Ich meine, auch hier seht man das, die Essensration. Wahnsinn. So, genau. Also habe ich eingestellt. Ansonsten habe ich jetzt auch ein bisschen gefarmt. 255 Bambus, 130 Ranken, 150 Blätter. Dürfte auf jeden Fall erstmal ausreichen. Ich würde noch einmal kurz hier zum Lager zurückgehen. Auf dem Weg dahin kann ich ja zumindest alle Blätter und so, was ich sehe, noch einsammeln. So, hier hat es doch noch einiges. Ja, da kommst du vom einen ins andere, jetzt noch mehr. So, und dann ist mir aufgefallen, am Anfang hatten wir immer mal wieder diese kleinen Altare, diese Schreine, die uns dann irgendwas freischalten, wie zum Beispiel, dass wir mehr Gras aufsammeln können oder mehr Bambus. Hier war Gras, da hinten war Bambus, die hatten wir schon freigeschalten. Und jetzt frage ich mich natürlich, gut, Gras und Bambus ist auch ziemlich wichtig, weil wir das oft selber farmen, aber gibt es noch mehr von denen? Weil ich habe keine mehr gefunden, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so stöbernd durch die Gegend gelaufen in letzter Zeit. Von dem her kann sein, dass es da noch mehr davon gibt und ich die einfach nicht gesehen habe. So, jetzt will ich einfach noch kurz ins Lager schauen. Ich will denen natürlich hier jetzt nicht alles wegnehmen, aber schaut mal, gefühlt können wir uns doch da die Hälfte abzwacken, oder? Wow, 300 ist Hammer. Hier ist wenig, Ranken ist wenig. Brauchen die hier überhaupt Kräuter? Ich glaube nicht. Sollen wir 10 mal da lassen? Wir lassen 10 mal da. So, her damit. Die stehle ich jetzt einfach. Ich glaube, die brauchen... Das war hier nur, um diese Talisman-Dinger herzustellen am Anfang. Die brauche ich aber nicht. So. Und ansonsten, genug Äste. Ranken könnte ich denen vielleicht nochmal so ein paar abzwacken. Ich glaube, das läuft jetzt richtig gut. Komm, wir klauen mal die Hälfte. Ich glaube, das läuft jetzt richtig gut. So. Ja, die Blätter will ich denen noch nicht wegnehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das mit den Blättern ist noch so ein Struggle. Gut, wir könnten Essen mitnehmen. Weil es echt ultra viel ist. Das ist einfach nochmal mitnehmen. Was wollen die denn auch mit so viel? Okay. Ich hoffe, das läuft sonst. Dann würde ich nämlich sagen, wir gehen zurück. Ich würde einmal kurz hier vorbeischauen. Im letzten Gebiet, wo wir waren. Weil den könnte ich doch jetzt ein bisschen was... Oh. Naja. Den könnte ich doch ein bisschen was von meinem Essen jetzt abgeben. Weil hier wird ja jetzt das Hauptessen hergestellt für dieses Gebiet natürlich. Und für das Vulkangebiet. Dann würde ich den hier, die Gewürze hier reinwerfen. Einfach nur, weil wir davon jetzt so viele haben. Und auch das Essen, weil ich brauche natürlich jetzt auch keine 300. Und dann können die doch schon mal sehr viel mehr sich auf das Herstellen von den gewürzten Essensrationen konzentrieren, die wir ja hauptsächlich benötigen. Seht ihr, ich brauche ja eigentlich nur, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt selber mal 40 lasse, dann kann ich doch den Rest hier reinwerfen. Ist doch easy. Und dann würde ich diese ganzen Kräuter rüberwerfen und dann ist es doch schon viel einfacher. Hier hat es auch viel zu wenig Blätter. Und Ranken ist auch nicht so der Burner. Naja. Aber was wir uns nochmal hier klauen können, ist tatsächlich das hier. Weiß nicht, wofür ich es brauche, aber was wir haben, haben wir. Das hier würde ich weglegen. Werkzeuge sind wir gut ausgestattet. Wir haben 1, 2, 3 Spitzhacken. Wir haben so ein angeranztes Messer, aber wir haben auch noch ein neues. Und wir haben einen Hammer, das dürfte ausreichen. Wir haben eine, so eine billige, grobe Hacke. Und den Rest hier werfe ich jetzt in meine Truhe. Ansonsten Essen haben wir rübergeworfen. Rankenblätter nehme ich jetzt mal mit, obwohl ich irgendwie Angst habe, dass es ein bisschen wenig für die ist. Sollen wir denen nochmal so 10 geben? Oder 15? Einfach, dass es nicht ausgeht. So, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Das werfen wir... Ne, ich nehme mal eins mit. Und so eins nehme ich auch. Wisst ihr was, ich nehme es einfach mit. Wir werden es ja brauchen, wenn wir diese Hütten aufbauen. Und was ich machen könnte, obwohl ich jetzt noch nicht weiß, ob das sinnvoll ist, aber wir bauen uns einfach direkt mal drüben so eine Werkstatt hier auf, oder? Ich glaube, das würde Sinn machen. Achso, jetzt muss ich ja wieder hinlaufen, ne? Oi. Ja, ich muss hinlaufen. Ich kann ja noch nicht mich beamen. So, aber hey, immerhin, ich habe jetzt, glaube ich, wirklich genügend Vorräte dabei.
Und jetzt lass mal kurz nebenher laut überlegen, wie viel, wo ich denn am besten die, also die Werkstatt baue ich jetzt drüben, wo ich am besten diese große Schlafhütte aufbaue. Wenn ich drüben auch nur ansatzweise einen Warenkreislauf hinkriegen will, dann muss ich, ui, ist auch was los, dann brauche ich ja wieder alles. Aber ich kriege ja drüben die Rohstoffe gar nicht. Das bedeutet, ich muss massiv über den Marktplatz arbeiten und da brauche ich ja dann wieder eine Trillion Menschen, oder? Brauchst ja Läufer auf beiden Seiten. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich auf der Seite hier und auf der Seite im Vulkanland nochmal Leute einstellen. Oh je. So, ein wunderschöner neuer Morgen und ich habe natürlich hier erstmal eine Werkstatt aufgebaut. Ist ja völlig klar, meine Lieblingsbeschäftigung ist am Anfang immer erstmal eine Werkstatt zu bauen. Komm, wir lassen eins mal da. Dann stärken wir uns, trinken, essen. Oh, Trinkration sollten, hätte ich auch noch bauen können. Weil ich glaube, Wasser gibt es hier absolut nicht. Naja, wir werden sehen, ob wir irgendwo eine Pfütze finden können. Genau. Und jetzt bauen wir den Marktplatz und da bin ich mal gespannt. Wir können hier, denke ich, aber mal guten Gewissens eine Schlafhütte bauen. Irgendjemand müssen wir hier ja einstellen und dann würde ich auf jeden Fall die große Hütte bauen wollen. Ah, das sind wieder diese versteckten Blätter hier an der Seite, ne? Die ich jedes Mal übersehe. So, hier noch so ein paar Körbchen hinhängen. Zack, zack, zack. There it is. So, jetzt haben wir nämlich das, aber wir haben natürlich noch niemanden, der hier hin und her läuft. Und ich befürchte, dass uns auch die Leute hier zu fehlen. Ich würde jetzt trotzdem mal einfach hier so eine Hütte bauen wollen. Das war jetzt hier, glaube ich. Ja, das ist ein mächtiges Ding. Aber ich würde sagen, wir bauen die einfach hier hin. Das ist halt die große. Sieht irgendwie, so groß sah sie jetzt dann doch nicht aus. Naja, gut, diese kleinen Knutschkugeln. Oh, schaut mal, da gibt es sogar einen fancy Boden rein. Das ist Schiefer sogar. Wow. Ich würde, glaube ich, zwar lieber auf Holz als auf Schiefer schlafen, aber ist okay. Ist okay. Dann muss ich ja steigern. Man muss sich steigern. Schönen Fliesenboden. So. Ja, okay. Oben natürlich die ganzen. Cool. Ja, gut, dass wir so viel Bambus mitgenommen haben. Ich sag's euch. Hier auch Schiefer. Hätte ich jetzt getippt, dass Lehm auch noch mit dazu kommt. Nee, alles aus Schieferstein. Gut, dass ich da auch nochmal eine Portion mitgenommen habe. Wusste ich nicht, dass die hier so ja, schieferlastig ist, die Hütte. Aber kommt schon cool. Kommt schon cool. So. Wow, okay. Das bedeutet, das Platzproblem ist jetzt erstmal gelöst. Und jetzt muss ich jemand einstellen. Vielleicht kriegen wir das. Ja, wir haben sehr viele Schlafplätze, aber wir haben nicht mehr so viele Leute. Wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme hier jemand, der die gewürzten Essensrationen. Mach mal 69, mach mal 40. So. Und dann bitte von Marktplatz 3. Zu Marktplatz 4, oder? So. Und jetzt läuft der los. Schnappt sich, keine Ahnung, 40 Essensrationen vielleicht und bringt die hierher. Und was ich jetzt, wie gesagt, immer noch nicht kapiert habe, wie kommen die aus dem Marktplatz hier wieder raus? Kein Schimmer. Aber läuft unsere Produktion noch? Ja, okay. Manchmal ist so, eine Person irgendwo hinschieben, ist schon dann kollabiert alles. Okay, so, was müssen wir denn jetzt machen? Ach so, warten, bis die 10 Essensrationen hier sind. Ich habe auch keine dabei, ich könnte jetzt noch nicht mal hier so fake-mäßig eine reinhauen. Okay, ja. Der braucht jetzt wahrscheinlich so 5 Minuten oder so. Sollen wir uns mal umschauen? Was ist das hier zum Beispiel? Das würde ich gern wissen. Und dann können wir mal nach da hinten laufen und schauen, ob wir... Was ist das eigentlich für ein Stein? Ist das Obsidian? Sieht ein bisschen aus wie Schiefer. Oder blauer Stein. Das ist blauer Stein. Okay, langweilig. Blauer Stein kennen wir schon. Und das hier wird uns wahrscheinlich nichts bringen. Das ist nur zur Deko. Dann laufen wir mal nach da hinten. Wobei ich befürchte, dass ich da gar nicht durchkomme, oder? Wo kommen wir denn her von hier oben, ne? Laufe ich nochmal über die Brücke, dass wir uns da hinten mal umschauen. Vielleicht gibt es ja da so kleine Altare, wie gesagt, um sich irgendeinen Bonus zu holen. Und dann würde ich natürlich gerne wissen,
wo kann ich Obsidian abbauen? Wir brauchen Obsidian, wir brauchen die Perlen. Und ich bin bereit, hier so eine Hütte hinzubauen, dass es natürlich abgebaut wird, ist völlig klar. Ui. Da wäre ich wohl besser hier hinten rumgelaufen. Dann gehen wir mal nach hier drüben. So. Das sieht alles aus wie blauer Stein. Noch kein Obsidian in Sichtweite. Da läuft einer. So. Ich denke, wir würden es schon sehen, wenn wir das abbauen könnten. So wie eben beim blauen Stein. Und hier geht es auch nicht weiter. Ist ja echt so sackgassenmäßig. Wo leben die denn alle? Normal gab es ja bisher immer so eine Art Dorfzentrum. Ist wahrscheinlich hier unten. Okay, das ist Holz. Ah, gut zu wissen. Da oben, da ist noch was Fancy-mäßiges. Da brennt auch Feuer. Schauen wir da mal vorbei. Und dann gehen wir natürlich runter. Da oben ist was? Nee, das ist so eine Statue. Hm. Oh, Wasser. Sehr gut. Das ist gut zu wissen. Das bedeutet, unser Wasserproblem ist erledigt. Wir können hierhin, um uns immer wieder was abzuholen, wenn wir es brauchen. Jetzt schauen wir einfach mal hier runter. Was die in ihrem Dorfzentrum so zu bieten haben. Aber das Wasserthema ist schon mal gut. Gut zu wissen. Da hinten sind die Schlafplätze. Hier oben gibt es wahrscheinlich nichts. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen vernachlässigt. Einfach auch mal rumzuschauen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wo ich auf der Suche nach den Blättern war. Hallo. Ach, das ist der Häuptling. Ja, okay, gut. Der ist nicht gut auf uns zu sprechen. Noch nicht. Das kommt alles noch. Das kommt noch. Wir werden ihn schon überzeugen von unseren Qualitäten. Aber hier... Ja, irgendwo muss doch dieser Stein sein. Hm. Wahrscheinlich gibt es nachher eine Mine, die wir dann eben erschließen müssen. Das kann sehr gut sein. Aber hier sieht es nicht gut aus. Transportiere Gewürzdekoration zum neuen Marktplatz. Ja, dauert immer noch. Hm. Also ich mache mich jetzt auf jeden Fall mal auf die Suche nach Obsidian. Ich mache hier nochmal einen kleinen Schnitt. Geh mal hier auf die andere Seite rüber. Weil irgendwann müssen wir ja anfangen, das Zeug abzubauen. So, gerade hat es geschnackelt und wir dürfen mit dem reden. Das bedeutet, unsere Waren sind eingetroffen. Das ist gut. Dauert doch eine ganz schön lange Zeit. Und jetzt reden wir mal mit dem. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo es Obsidian gibt. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir schon dran vorbeigelaufen. Wir reden einfach mal mit ihm. Das habe ich. Und Essen ist schon da. Uber ist schon eingetroffen. Die Lieferung von Nahrung hat bereits begonnen. Du brauchst dir keine Sorgen mehr darum zu machen, dass dein Volk hungert. Los geht's. Ein äußerst willkommenes Geschenkreisender. Als eingeschworener Beschützer des wertvollen Steins des Gottes des Feuerbergs erlaube ich dir, am Geschenk unseres Gottes teilzuhaben. Ah, okay, wir konnten es noch gar nicht. Das erklärt einiges. Nimm von unserem Götterstein, was du brauchst. Aber wisse, dass ich dich nicht als einen von uns akzeptieren kann. Es reicht. Dieses Recht steht nur dem Häuptling zu. Okay. Ja, wir müssen den natürlich wieder überzeugen. Genau, wenn ich diese Wellenreiterin hier, okay. Hast du einen Plan, wie du bei unserem Häuptling einschmeichen möchtest, Reisender? Ich werde einen Altar errichten. Er ist ein wirklich tiefgläubiger Herrscher. Ja, das könnte funktionieren. Such mich auf, wenn du den Altar errichtet hast, von dem du sprichst. Okay, wir bauen einen Altar. Und wo bauen wir den? Ah, hier oben an diesem nicht so schönen Altar. Das hatten wir jetzt auch schon in jedem Gebiet eigentlich, dass wir einen schönen fancy Altar bauen. Frage... Kann ich jetzt irgendwo Obsidian abbauen, was ich gerade noch nicht konnte? Weil ich gehe davon aus, da oben werde ich erstmal viel platzieren müssen. Komm, das schauen wir uns zum Abschluss noch an. Erstmal will ich kurz schauen, wie die Ration jetzt hier drin. 40, okay, das ist gut. Hat er einfach mal 40 rübergebracht, das ist okay. Und vielleicht muss ich das auch gar nicht rausnehmen aus dem Marktplatz. Okay, kein Schimmer, ey. So, weil das hier gibt uns ja blauer Stein. Nochmal, ganz kurz, blauer Stein. Blauer Stein. Okay. Jetzt gehen wir zum Abschluss noch hoch. Es wird sich uns schon noch erschließen. Und dann würde ich nämlich eine Steinmetzhütte bauen. Und nochmal ein paar Leute anwerben. Weiß nicht, ob wir das hier machen können. Hier rennen ja doch auch einige Leute rum. Schiefer haben wir dabei. Schiefer haben wir doch. An Schiefer soll es uns nicht mangeln.
Noch mehr Schiefer. Ja, ja, hier mal was Neues. Obsidian, okay. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Okay. Dann würde ich sagen, wir müssen das Zeug finden. Was steht hier noch? Achso, ja, das hatten wir schon aktiviert, ich erinnere mich. Ja, sieht doch eigentlich ganz nett aus, vor allem hier so mit dem Grün. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Hat Spaß gemacht, cooles Gebiet. Ich bin super gespannt, wo diese Gebiete sind. Vielleicht hinten beim Feuer, bei der Lava. Das könnte natürlich sehr gut sein, dass dort sich diese versteinerten Lava-Glas-Dinger befinden. Das wäre ja nicht schlecht. Dann könnten wir nämlich die Steinmetzhütte hier hinbauen. Dann wäre es auch gar nicht weit. Und dann würde ich hier noch ein Dorflager bauen. Und dann sind wir schon wieder bei unserem üblichen Kreislauf, den wir anschieben. Und die Frage ist nur, baue ich eine Werkzeugmacherhütte oder sage ich einfach, irgendjemand soll sich bitte auf den Weg machen und hier einfach immer Spitzhacken bringen. Ja. 44 nur. 52. 56. Da gibt es bestimmt noch bessere Orte. Ich habe auch noch keinen gesehen. Ich denke, das sticht ins Auge. Ich habe auch ein bisschen Angst, da hochzulaufen. Ach, hier ist eine Brücke, schaut mal. Okay, dann erkunden wir dieses Gebiet hierhin beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und holen uns noch einen Schwung Leute und bauen die Steinmetzhütte und natürlich das Lager. Also ich glaube, das ist der Weg, wo wir hin müssen. Ja, macht mal wieder richtig Spaß hier, auch das letzte Gebiet hier noch zu erschließen. Und es bleibt irgendwie abwechslungsreich, weil es doch immer was anderes ist. Also, hab mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.